alles Klärchen. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Neue Partyzusammenstellung. Junpei durfte auch mal wieder mitmachen. Der Gegner ist stark. Ja, ja, schauen wir mal. Ich habe Angst. Bist du bereit? Wir brechen durch. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob wir hier durchbrechen werden. Hitzewächter, Himmelswächter und Arkanistenenthaupter. Ja. Gut, ich würde sagen, wir fangen mal ganz gechillt mit Magaru an. Um mal abzuchecken, was hier abgeht. Okay, der Typ hinten blockt es auf jeden Fall. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich würde sagen, vielleicht Sio. Not really. Margarula. Okay. Machen wir mal Mabuku. Okay, das ist seine Schwäche zumindest. Das ist gut. Damit können wir arbeiten. Ob der Boss an sich jetzt eine Schwäche hat, kann ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, aber hey. Keine Heilung, das ist natürlich nicht so geil. Aber das sollten wir relativ schnell hinbekommen. Cadenza, yes. Pere, pere. Feuerbruch, ja, passt schon. Okay, der ist anfällig gegen Eis, der gegen Wind und der... keine Ahnung, vielleicht gegen Feuer? Maybe? Not really. Die Frage ist, hat er überhaupt eine Schwäche? Das kann natürlich auch sein. Windbruch again. Auch noch dazu, okay, passt. Gut, dann würde ich sagen, tun wir hier mal ein bisschen, ne? Bufula auf dich. Weil ich denke, wenn diese Viecher aus dem Leben sind, haben wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Tauschen auf Yukari. Garula auf dich, mein Freund. So, jetzt ist die Frage. Ich bin tatsächlich überlegen, ob ich hier einen Theogie-Angriff einsetzen soll. Doch während ich überlege, tue ich es schon. Ah, ich muss unbedingt diese Viecher aus dem Leben klatschen, ey. Analyse können wir mal einsetzen. Okay, er hat keine Schwachstelle. Na gut, dann... So soll es sein. Dann werden wir uns als erstes mal um diese Lappen hier kümmern. Agilau. Nice. Schlimmes Ende vielleicht auf... Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich denke, ich werde bei Bufula bleiben. Das war unspektakulärer, wie ich es erwartet hätte. Ja, die Typen sind nicht schlecht. Die Typen sind nicht schlecht. Gut, ich hätte noch Garo im Gepäck, dann werden wir das hier mal machen. Aber ich habe leider keine Möglichkeit, diesen Typen irgendwie...
irgendwie ins Schwanken zu bringen, was ein bisschen lästig ist. Durchbohren vielleicht. Leider nicht. Aber solange die Typen auf dem Boden sind, sollte das eigentlich eine gute Geschichte sein. So, wir werden jetzt nochmal Bufula. Nice. So, der Typ ist schon mal weg vom Fenster. Garu. Dann werden wir höchstwahrscheinlich mal eine Runde Media schmeißen. Ja, obwohl Diorama hätte auch gut gemacht. Ja, das wäre vielleicht besser geworden. Ja, Garuda hinterher, würde ich sagen. Gut, der Kampf dauert jetzt unverhältnismäßig lang im Gegensatz zu den anderen Kämpfen. Aber hey, sollte alles kein Ding sein. Das ist leider sehr ungeschickt. Junpei, nice. Nice, man, nice. War nicht der Überschaden, aber es war okay. So, Diorama auf Junpei. Ich denke, jetzt sollten wir den Kampf praktisch in der Tasche haben, glaube ich. Also ich will den Tag noch nicht vor dem Abend loben, aber hey. Tarukaja, das passt schon. Das passt schon. Yukari ist auch wieder im TOG-Modus. Das ist gut. Keine Ahnung, also Rakuna eventuell. Und dann werde ich mal versuchen, ihn mit physischen Angriffen aus dem Leben zu boxen. Junpei, it's your turn. Angriffssprung, jawohl. Nice. Wie wär's mit dem Sturzflutschuss eventuell? Ja, yeah, okay. Theologieangriff. Ausnutzen, solange es möglich ist. Also fast 10 Minuten für den Kampf ist natürlich schon extrem lange, muss ich sagen. Also hätte ich nicht erwartet, dass der Typ so viel aushält. Very nice. Grelle Feder. Jetzt habe ich leider zu schnell weggedrückt, was das Ding kann. Agilao erlernen. Sehr schön. Perfekt. Habt ihr euch hier gefragt, wie diese Schatten in Form einer Waage gerade stehen können? Na, weil sie eine Waage sind vielleicht. Oh, die meinst du, ist sicher gar nicht so leicht für die, das Gleichgewicht zu bewahren. Ob die aus einem bestimmten Grund so aussehen? Irgendwie reizt es mich, sie umzustoßen. Verzeihung, ich schweife ab. Gehen wir weiter, Anführer. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, deine Gedankengänge. Keine Frage, Mitsuru. Ja. Kräftigendes Sutra. Was haben wir? Kamasubi-Wasser, nice. Kann ich das noch öffnen? Ah, schade. Okay, gut. I'll be back. Jetzt will ich noch mal kurz gucken, was diese komische grelle Feder war. Ermöglicht die Fusion der Eremit-Persona Mothman. Nice. Nicht die beste Persona im Spiel, aber hey, sie ist vielleicht gar nicht so unnützlich. Eine weitere Tür. Ja, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen anstrengend werden. Anscheinend hat sich eine Katze verirrt im 72. Stock. Das ist ungewöhnlich. Eine Katze räkelt sich behaglich.
Wie? Eine Katze an so einem Ort? Morgana, bist du's? Wir sollten sie beschützen. Bitte komm schleunigst zum Eingang zurück. Okay. Die Katze hielt etwas in ihrem Maul. Vielleicht ist es ein Dankeschön? Es ist feucht, aber ich kann es noch gebrauchen. Zwielichtfragment mal 3. Das war ein bisschen random. Ich bin so froh, dass du die Katze gerettet hast. Sie kann vorerst hier bleiben. Wir bringen sie in Sicherheit, sobald möglich. Ja, okay. Das ist interessant, glaube ich. Sie ist auch kein offener Vorgang oder so, deswegen ist die Frage, okay. Ich hatte auch keine Vermisstenmeldungen über irgendwelche Katzen, aber hey, was soll's. So, wir werden jetzt auf Ebene 72 weitermachen. Ich denke, ich bin gewappnet für den nächsten Bossfight. Natürlich werden wir nicht im 72. Stock weitermachen, sondern im 89. Denn wir waren ja schon deutlich weiter. Und hier erwarten uns auch schon super mega starke Gegner. Ich bin ja mal gespannt, wie wir uns gegen diese Typen anstellen werden. Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber hey, wir werden alles hinbekommen. Ich bin super neu ausgerüstet, also von dem her sollte das kein Problem sein. Der Typ ist natürlich, ne? Ist natürlich immer schwierig zu sagen, gegen was die anfällig sein könnte. Wir versuchen den mal ein bisschen zu verwirren, wenn es geht. Ja, gut. Matarunda senkt den Angriff, oder? Okay. Gut. Keine Ahnung, könnte er gegen Donner empfindlich sein? Sieht nicht so aus, oder? Natürlich. Oh, Agi, maybe? Ich kann es halt echt schwer abschätzen, ne, muss ich sagen. Okay, der Typ ist anfänglich gegen Agi. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist gegen Eis empfindlich, aber das könnte täuschen. Tut es auch offensichtlich. Okay. Wind habe ich auch noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich muss Legion Quinn ausrüsten wegen dem physischen Angriff, den er höchstwahrscheinlich auf mich herniederregnen lassen wird. Okay, wir probieren. Ah, okay. Er hat natürlich keine Schwäche. Klar. Siehe. Das heißt, auch dieser Kampf könnte wieder Ewigkeiten dauern. Masekunda. Verringert die Präzision. Ja, okay. Passt schon irgendwie. Erhöht Präzision. Verringert Angriff. Das ist gut. Ja gut, hat natürlich jetzt nicht so wirklich viel gebracht, ne? Also, das Ding einmal angreifen. Come on, Junpei. Kimmel! Ich glaube nicht, dass er anfällig ist gegen Kentarafu, aber hey, probieren wir es mal aus. Okay, das ist ja zumindest schon mal nicht schlecht. Ich denke, jetzt werden wir ein bisschen angreifen, oder? Nice! Yukari, very good. Very good, Yukari-chan. She's the best girl. Jawohl. Foliant der Verödung. Silbermünze abgeworfen. Thank you very much.
Wir werden nochmal seinen Angriff runterschrauben. Crit-Rate hoch. Voll aufgeladen. Das könnte ein bisschen stressig werden. Junpei, Alter, was ist los mit dir, Mann? Ich muss seine Präzision wieder aufladen, hilft alles nichts. Nichtsdestotrotz werde ich tatsächlich mal, ne, hier. So, erhöht Abwehr eines Verbündeten, das ist nicht schlecht. Lichtschaden, heiliger Pfeil. Ich denke, wir werden mal den heiligen Pfeil auf den Typen anwenden. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor dem. Gut, Charme hat leider nichts gebracht. War irgendwie abzusehen. Thank you very much. So, Tarun da nochmal auf den Typen. Angriffslust verlängert? What? Holy shit! Hat der Typ gerade 600 Schaden gemacht? Na gut. Yukari, please. Holy crap. Gut, dass ich Legion ausgerüstet hatte im Moment. Das hätte böse ausgehen können, Mann. Okay, der Typ ist immer noch durcheinander, das ist sehr gut. So, wie sieht's denn aus bei dir? Alles klar. Also. Ne, wir machen kein Diorama. Wir werden erstmal einen Sionga auf den Typen hauen. Der Typ hat nämlich Hitpoints wie Scheiße, Alter. Müde und erschöpft. Sehr schön. Agilao, du triffst eh nicht. Giga, du triffst eh nicht. Aber ich soll's ausprobieren. Nee! Sein wahres Wunder. So, jetzt kann ich nämlich wechseln zu Soll ich zu Yukari wechseln? Ja, schon. Mal eine Runde Media schmeißen. So, und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, Schaden rauszuhauen. Machen wir Eisbruch hier. So, du wirst einmal angreifen. Hey, er ist wieder im Stil. Nicht im Stil, sondern im Spiel. Eis am Stil. So, Angriff runter, passt schon. Passt schon. Ich glaube, wir greifen einfach mal an hier. Oder auch nicht. Crit-Rate umgekehrt, sehr schön. Okay, er lädt sich wieder auf. Das ist natürlich nicht so schön. So, Maragi, please. So, dann wechseln wir mal auf ihn hier wieder. Und werden mal Bufula einsetzen. Das hat sich richtig gelohnt, möchte ich meinen. Marakukaja, yes. Genau darauf habe ich gehofft, Mann. Sie hat so einen unglaublich hohen Crit Rate, was unglaublich gut ist. Aber ja, der Typ hält halt eine Weile aus, ne? Masukunda, ja, passt schon. Der Typ dürfte eigentlich... Oh, what the shit, Alter. Der Typ dürfte eigentlich gleich... weg vom Fenster sein. Sehr schön. So, jetzt werden wir mal ihre Theorie einsetzen, um unsere Präzision wieder zu erhöhen. So, und dann werden wir mal in die Vollen gehen hier. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jackbrüder? Yes, Jackbrüder.
denke, auch diesen Kampf werden wir in der Tasche haben. Ein weiterer Bosskampf auf gnadenlos geschafft. Ich bin froh. Crit-Rate hoch, das könnte ein bisschen ärgerlich werden. Ja, das könnte ein bisschen ärgerlich werden. Wir haben aber erhöhte Abwehr, das ist schon mal nicht schlecht. Was mache ich mit dir? Angriffssprung eventuell. Ne, wir werden wieder bei Legion bleiben. Heiliger Pfeil, naja, Angriffssprung. Ist beides nicht so geil, ehrlich gesagt, aber wir probieren es mal. Aber ich muss definitiv meine Abwehr hochhalten. So, Sekunda, wir können die verringert und die Präzision ausweichen. Genau. Wir können die verringert und Präzision ausweichen. Wisst ihr Bescheid? Theorieangriff, nice. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, das war etwas herausfordernd. Beschäftigt dich was, Junpei-kun? Es ist nichts, aber diese Schatten mit den Büchern auf dem Kopf, gegen die wir gerade gekämpft haben, was steht da wohl drin? Oh, das habe ich mich auch gefragt. Während des Kampfes ist es schwer, was davon mitzubekommen. Ja, oder? Ich meine, eigentlich ist mir das egal, aber falls da Bilder von Models drin sind, wie in Mangas. Ich glaube eher nicht, Junpei. Es wäre natürlich cool, aber ich glaube fast nicht. Aber hey, wer weiß. Vielleicht sind das aufreizende Schattenladies da drin. Lebensbalsam, okay. Das war alles? Na gut, das war alles. Ja gut, manchmal muss man sich einfach mit wenig zufrieden geben, ne? Hey, noch ein Bossfight. Cool, yay. Nice, und die nächste Ebene ist die Grenzebene. Ich verstehe, ich verstehe. Ja gut, dann haben wir ja schon mal wieder ein gutes Stück geschafft, würde ich sagen, im Tartarus. Let's dance! Okay, abhängiger Partner, beherrschender Partner. Wir fangen mal mit Magali an. Wir tasten uns erstmal langsam vor. Okay, der Typ ist zumindest schon mal nicht anfällig. Karukata? Passt schon. Wie ist es mit Sionga? Leider nicht. Makarakan ist eine Magiebarriere, oder? Ja. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass der vielleicht anfällig ist gegen physische Angriffe. Und der andere gegen. Irgendeine Art von Magie. Nice. Gut, aber ich kann ihn jetzt im Moment nicht angreifen. Das wird ein bisschen blöd. Außer vielleicht mit der Theorie. Wir probieren es mal. Weil die Angriffe werden nicht zurückgeschleudert. So, Heiliger Pfeil. Yeah, why not? Sie sind leider nicht gecharmt, aber das macht gar nichts. Jawohl. Das sollten wir hinbekommen. Okay, das wäre nicht gut, wenn ich das jetzt mache. Verringert Angriff auf den Typen hier. Das hätte ins Auge gehen können. Gut, was machen wir? Als erstes mal Diorama auf uns selbst, würde ich sagen. So, dann wird Junpei wieder ins Reich der Lebenden geholt. Holy, holy, holy. Das könnte ein bisschen lästig werden. Magarula. Natürlich. Fula.
klar. Holy Mother. Ach Gott! Wow! Wow! Der Typ oder die Typen, die Ladies, die Herrschaften, die Gentlemans, die sind nicht von schlechten Eltern. Ja, bitte. Okay. Der Typ ist anfällig gegen gar nichts, natürlich nicht. Ich denke, wir werden mal ein Item einsetzen. Und zwar ein... Wo habe ich es denn? Eine Heilperle, ja. So, dann ist Junpei nämlich mal wieder im Spiel. Sukunda, ja... Ich weiß auch nicht, ob Polimpa eventuell was bringt. Aber der Typ hat immer noch eine Barriere um sich. Die wird wahrscheinlich auch nicht einfach so verschwinden. Deswegen werden wir es jetzt einfach mal anders machen. Wir werden Recarm, ne nicht Recarm, Mipatro, achso. Ah, ich kann Gegner nicht anvisieren, dann nicht. Das wäre jetzt natürlich nice gewesen. Okay, dann machen wir Polimpa auf den. Damit werde ich leben können. Zumindest ist seine bescheuerte Magiebarriere weg. Scheiße. Ja, okay. Gut, das hat sich natürlich in keinster Weise gelohnt. Lebenstein auf Yuki. So, jetzt sollten wir langsam mal ein bisschen was hier reißen, würde ich sagen. Heiliger Pfeil auf den Typen da hinten. So, jetzt geben wir mal ab auf ihn hier. Sturzflutschuss. Nochmal angreifen. Diorama? Oh my god! Come on, Game, come on! Okay, wir werden Tarun da einsetzen auf den Typen erstmal. Alter, ich könnte kotzen, Alter. Wir müssen zumindest mal einen aus dem Leben prügeln. Ja, yeah, I know. Ne, ich werde die Chance nutzen zum Heilen. So, und jetzt werden wir ein bisschen angreifen. Der Typ ist halt auch unempfänglich gegenüber sämtlichen physischen Dingen hier, nicht physischen Angriffen, was laber ich? Magischen. Ah, physischen Angriffen meine ich doch. So, das muss ich jetzt leider in Kauf nehmen. Passt schon. Jetzt kommt er wieder. Feilregen. Ja. Geil. Gut, wir spielen jetzt mal ein bisschen auf Risiko. Ich habe jetzt mal die Crit-Rate der ganzen Partygesellschaft hier erhöht. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee war. Einmal. Okay, der Typ ist ja stimmt vollkommen immun dagegen.
Das könnte natürlich jetzt auch für mich ein bisschen scheiße werden, weil der Gegner auch Crits raushauen kann. Aber hey, Sturzflugschuss auf dich. Ich bin über jeden kritischen Treffer froh. Jawohl. Das gleiche gleich nochmal, bitte. So, mit ihm werden wir das auch nochmal tun. Und zwar... Wo habe ich's denn? Wo habe ich... Ach, das habe ich gar nicht mit ihm. Na gut, dann werden wir das hier machen. Heiliger Pfeil. Ich muss definitiv erstmal einen von diesen Fickern aus dem Leben prügeln. Der andere sollte dann weniger das Problem sein. Diorama. Alter, es ist so lästig, ne? Okay, Schallschlag auf den Typen. Es ist zum Kotzen, diese Typen sind zum Kotzen. Nice, das gleiche bitte nochmal. Ja, sehr schön. Heiliger Pfeil. Zack. Magarula passt schon, glaube ich. Ja. Schade für Junpei, aber was soll's. Ja, was soll ich sagen? Du bist relativ nutzlos in diesem Kampf, Akihiko. Tut mir leid, aber... Er steht wieder auf, okay. Pfeilregen. Ich raste aus, Mann! Wow, ich wurde in einer Runde so richtig fertig gemacht, du. Alter, diese Ficker sind so am Arsch, Mann. Alter, Alter, Alter. Und? Wundervoll. Okay, ich habe mich doch noch irgendwie aufgerappelt und einer von beiden ist zumindest schon mal down. Das ist sehr gut. Holy moly, das heißt, es bleibt nur noch dieser Typ. Tja, jetzt ist natürlich die Frage... Was machen wir hier? Da er halt wirklich unempfindlich gegen jede Art von allem ist. Das heißt, ich muss mich hier einfach so durchkämpfen. Deswegen werde ich das im Nachgang wohl ein bisschen speeden, das ganze Geschäft hier. Give him head. I'll go with. What's next? Help! Heal!
can use it now. Can't stop. What to do? Now's the time. Down on my knees here. We're just getting started. I'll take it. I'll go with. Come. That was close. Oh, it's over. They've been shot. Give them. They're wide open. Was soll ich dazu sagen? Der Kampf war mehr als anstrengend. So, Konterangriff. Ja, das ist... Ja, ja, warum nicht? Werden wir den Konter mal rausschmeißen. Elektrobruch. Ja gut, Elektrobruch brauche ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich ehrlich bin. Holy crap! Das war... Ja, Mann, volles Rohr. Alle Ladies rufen, yeah! Wenn mich jetzt alle sehen könnten, würden die Mädchen voll auf mich abfahren. Aber daraus wird wohl nichts mit euch beiden. Digga, du warst den halben Kampf tot. Habe ich nicht recht, meine zwei werten Yakushima-Versager? Naja. Gib uns keine blöden Spitznamen. Außerdem hatte ich überhaupt gar kein Interesse daran, Mädchen aufzureißen. Tja, nobody is perfect. Nicht mal Sanada-san. Gut zu wissen. Immerhin sind wir drei uns an dem Tag näher gekommen. Findet ihr nicht auch? Ja, unsere Bindung ist wohl stärker geworden, vielleicht. Hey, willst du wirklich mit Junpei in einen Topf geworfen werden? Nicht wirklich, aber... Hey, wie meinst du das? Kommen wir nicht super miteinander klar? Aber hey, jedenfalls ist Sommer. Genießen wir das Leben. Schleichen wir uns einfach nachts raus oder so. Wir können alles hören. Auch Yukari-chan und Kirijo-senpai. Natürlich, sie steht ja auch direkt neben uns. Genug Geräte, drücken wir aus. Holy moly, dieser Kampf hat mich alle Nerven dieser Welt mal wieder gekostet. Da ist nochmal so eine Kacktür. Ha, diese hier leuchtet nicht wie die anderen, sie fühlt sich auch anders an. Ist das die Struktur, von der Elizabeth meinte, sie ähnele der anderen Tür? Ich sollte sie mir genauer ansehen. Ja, dann gucken wir sie uns an. Ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust auf noch weitere haarsträubende Bossfights, aber gut. Perlenkette, thank you. Ich habe leider keine Zwielichtfragmente mehr dabei. Was sehr ärgerlich ist. 6, 7. Also wir brauchen mittlerweile schon 8, um hier irgendwas reißen zu können. Kann ich mich hier raus teleportieren eventuell? Ich würde nämlich ganz gerne abspeichern. Thank you. Kann natürlich auch sein, dass die Tür jetzt weg ist, aber ich glaube es fast nicht. Nö. Sie ist tatsächlich mal geskriptet. I'd say my skills have leveled up since spring, but they're still nowhere good enough. Yeah, no good enough. Sie geht wohl nicht auf. Siehst du, was es mir entgangen ist? Ein großes Arcana-Karte, die ich mir habe reagiert. Okay. Warte, die Tür leuchtet. Aber warum so plötzlich? Hast du irgendwas gemacht, Anführer? Das ist die große Arcana-Karte. Eine Tarotkarte in deinem Besitz reagiert auf die Tür? Vielleicht dient die Karte als Schlüssel für die Tür? Interessant, diese Tür funktioniert anders als andere, die wir bisher gesehen haben. Ja. Es gibt nur eine Monatpassage pro Block, okay. Im tiefsten Inneren haust ein formidabler Schatten, der eine Schatztruhe mit wertvollen Items behört. Sie bleibt aber dauerhaft auf der gleichen Ebene. Das ist gut. Denn ich glaube nicht, dass meine Nerven heute einen weiteren Schatten mitmachen. Das sieht nämlich sehr ominös aus hier. Die Treppe führt ganz schön weit nach unten. Verglichen mit den anderen Türen führt sie tiefer in den Tartarus hinein. Es ist fast, als würde sie uns ködern, ganz hineinzugehen. Gruselig. Ich denke, ich werde mir das mal ansehen. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist, aber wir werden einfach mal schauen. Was habe ich denn zum SP heilen? Seelenschnupftabak, Seelentropfen, ja komm. Den nutzen wir mal ein paar von denen. Wofür habe ich die Scheiße sonst? Okay.
Es geht tiefer und immer tiefer. Und eine weitere Tür. Eine weitere Tür hinter der ersten Tür, das scheint ein sehr langer Pfad zu sein. Einen solchen Grundriss habe ich noch nie gesehen, seid vorsichtig. Was habe ich mir hier nur angelacht? Du bist jetzt in einem tieferen Teil des Ganges. Der Gang wird durch Türen unterteilt und führt noch weiter, seid bitte vorsichtig. Ja, siehe. Oh, da ist er ja. Hi. Ich spüre da vorne einen Schatten. Das scheint mir kein sehr starker Gegner zu sein. Wir müssen einfach nur den Typen besiegen, dann können wir weiter. Wirkt relativ schwach für einen Schatten hinter einer dieser Türen. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Bitte bereite dich gut vor. Wir schauen es uns mal an. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay, es ist einfach nur ein riesiger Kackhaufen. Der feige Maya. Ich kann mir gut vorstellen, dass der gegen nichts empfindlich ist. Das Spiel will mich ködern mit einem uninteressanten Aussehen. Okay. Wir probieren erstmal alles aus hier. Wie sieht's aus mit Bufula? Auch nicht leider. Ja gut, es hat verfehlt, also von dem her. Nein, er hat tatsächlich keine einzige Schwäche. Cool. Aber er scheint zumindest anfällig gegen Statusveränderungen zu sein. Das ist schon mal sehr gut und sollte mir eine große Hilfe sein. Er ist durcheinander. Seelentropfen. Thank you very kindly. So, wir werden mal Tarunda einsetzen. Wir werden ihn erstmal debuffen bis zum geht nicht mehr. Rakukaja, ne, das brauchen wir erstmal nicht. Eventuell das hier. Wir machen zumindest mal ein bisschen Schaden, das ist okay. So, was ich allerdings machen wollen würde, ja, ist kurz warten, bis er seinen Zustand hinter sich gelassen hat. Das war gut. Angriff. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei diesem Gegner, muss ich sagen. Der hat mit Sicherheit noch irgendeinen Ass im Ärmel. Er ist zumindest immer noch durcheinander. Was mache ich denn? Yeah, I know. Makaru Kaja erstmal, würde ich sagen. Garula. Statuseffekt geheilt. Masionga. Ja, Maracunda. Okay. Ich würde ihn gern stunnen, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Sollte aber nichts machen. Ja. So, weil jetzt würde ich gerne versuchen, ihn vielleicht ein bisschen. Wir machen dicke Luft. Und dann werde ich versuchen, ihn wieder in irgendeinen Status zu setzen. Ich weiß nicht. Ah, Polimpa könnten wir nochmal machen. Sollte jetzt eigentlich funktionieren. Da er nochmal anfälliger ist durch die dicke Luft. Ja, und jetzt heißt es eigentlich nur noch angreifen.
keine Ahnung, was mache ich bei ihm denn? Ich würde ihn schon gerne stunnen irgendwie. Also im Gegensatz zu den beiden Pappnasen vorher war der Typ sowas von entspannt. Gut, er gibt natürlich auch nicht wahnsinnig viel EXP, aber... Schatten eliminiert, gut gemacht. Hab nur gedacht, dass ich es leicht war. Das war es nämlich definitiv nicht und das hat mich etwas überrascht. Naja, jetzt weiß ich, dass man nicht nach dem Äußern gehen darf. Nächstes Mal bin ich vorsichtiger. Da vorne ist wohl noch mehr, sehen wir es uns an. Da vorne könnte eine Schatztruhe warten, aber ich spüre auch einen Gegner. Fortsetzen. Das war nur der Anfang. Ich sehe aber keinen Gegner. Ach so, es geht weiter. Memoir 2. Erinnerungsbruchstück 2. Selbst Schatten haben besondere Eigenschaften. Die feindlicheren zeigen große Stärke, doch in unserer Anlage können wir sie nicht kontrollieren. Um sie zu entsorgen, haben wir die Zeitkathedrale entwickelt. Okay. Ich verstehe. Eissäbel. Dies ist ein optionaler Dungeon, so wie es aussieht. Ein optionaler Dungeon im Dungeon. Gekko-Kan-Trikot. Cool. Ist das eventuell für uns? Ein Schulsport-Trikot. Aha, chillig, leger. Ich habe immer noch die Hoffnung und ja, die Hoffnung, ne, dass wir wunderbare Bikinis irgendwann freischalten werden. Es könnte durchaus möglich sein. Ach du Scheiße. Ach du meine Scheiße. Ja, wir probieren es aus, was soll's. Da ist ein starker Gegner. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh wow, Wahnsinn. Cool. Yeah, nice. Nice. Aha. Dieser Kampf wird wieder 100 Jahre dauern, Mann. Drei von euch. What the shit, Alter. Okay. Deckrakan. Das heißt, er ist anfällig gegen physische Angriffe, wie es aussieht. Zionga? Scheinen aber nicht sonderlich viele Lebenspunkte zu haben, sehe ich. Ja, ich muss definitiv wieder mit statusverändernden Angriffen arbeiten. Makarakan hinterher, leckt mich am Arsch, Alter. What the shit? Das ist mal eine Herausforderung hier. Ja gut, dann, ne? Okay, Schlagangriffe. Er hat natürlich keine Schwäche. Und der Typ hat natürlich auch keine Schwäche. Ist ja klar. Fallschlag? Come on. Wir gehen mal auf Yukari. Wir werden mal versuchen... Ich glaube, ich muss versuchen, erst den Typen aus dem Leben zu batschen. Das bringt alles nichts. Das ist schon mal okay. Mabukula. Natürlich. Ich verstehe.
Masionga. Das sieht nicht gut aus. Kugaun. Geil. Zeodine. Nicer Dicer, I must say. Wir werden das Ganze natürlich nochmal probieren mit ein bisschen Unterstützung. Ich werde das Ganze jetzt ein bisschen... ein bisschen speedoen. Speedoen. Schade. Ja, Tetrakan passt schon. Das ist deine Taktik, Digga. Ich hab's schon verstanden. Das ist deine Taktik. Ja gut, ich müsste mich eigentlich gegen alles schützen. Also so ist es nicht, aber... King Frost könnte eventuell gut sein. Wow. Der Typ ist nie... Wow. Oh, Alter. What the shit. Das kann es doch wohl nicht sein, Mann. Ich schaffe euch. Ich packe euch. Keine Frage. Aber ich muss halt mal irgendjemanden aus dem Leben... Boah. Wow! What the shit was that? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Recount, please. Es ist nicht gut, ihn in der Party zu haben in diesem Kampf, Mann. Das ist einfach zum Kotzen, Alter. Wir kommen hier nicht weiter. Aber irgendwie muss es funktionieren. Problem ist, mir gehen halt auch irgendwann mal die SP aus. Das darf man halt nicht unterschätzen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es irgendwie hinbekommen werden hier. Let's go!
Oh, hello. By the way. Die Gruppe war definitiv nicht optimal für diesen Kampf, aber wir haben es mit Blut, Schweiß und Tränen irgendwie geschafft. Nur, dass ich am Ende zu einer fucking Kiste komme, wo ich 3 Zwielichtfragmente brauche. Oh, hello. Ja, ich habe sie aber nicht. Hä? Die Schatztruhe ist nicht verschlossen. Was? Du kannst sie so aufmachen? Ist schon verdächtig, aber das spart uns Mühe. Wir sind in einem ungewöhnlichen Gebiet. Was hat es wohl für eine Besonderheit? Ich erkenne keine Gefahr, also bitte sieh nach, was drin ist. Ja, ich hoffe, dass es sich gelohnt hat hier, diese Scheiße. Tarotkarte Mäßigkeit und das Buch Sammich. Okay. Bei der nächsten Tagesaufgabe steigen dein Wissen, dein Mut und dein Charme an dem Tag stärker als gewöhnlich. Aha. Wenn du das Buch Sammich erlangst, kannst du pro Tag eine weitere große Arcana-Karte erhalten. Das ist wundervoll. Sie ähnelt den anderen, die du hast. Ja, möglicherweise regieren auch andere Türen auf diese Karten. Aha. Willst du umkehren? Ja, ich denke schon. Holy moly, das war alles andere als leicht, Mann. Diese Typen. Wahre Gebur. Die war Gebur. Der Kampf, der hätte, glaube ich, 2 Stunden gedauert. Deswegen habe ich das Ganze jetzt ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Fast forward und so.
Aber es ist natürlich auch eine schöne Herausforderung gewesen, muss man sagen. Wir sind am Ende unserer Träume angekommen, auf Stockwerk 92. Altes Dokument 4. Der Forschungsleiter wollte mich überzeugen, mitzumachen. Überraschenderweise war es mein alter Mentor. Da konnte ich nicht Nein sagen. Na gut, sehr aufschlussreich das Ganze. Wir werden zurückgehen. Das soll es gewesen sein für diesen Part. Der war sehr, sehr, sehr Tartarus-lastig. Aber so ist das nun mal. Bis dann, ciao.